Ich bin einer der drei Gründer von Perfect Props und wir haben diese Agentur, das heißt meine Partner, das ist Eva Whitechapel und Nicole Fischnaller, haben diese Agentur in den 90er Jahren gegründet. In Wien ursprünglich und sind dann im Jahr 2000 nach Berlin gegangen. Einfach aus dem Grunde, weil wir Lust hatten, nach der Mauerteilung langsam wieder nach Berlin zurückzugehen. Nicole und ich sind Deutsche und ich habe vorher, bevor ich nach Wien gegangen bin, in Berlin gelebt und hatte auch Sehnsucht, nach Deutschland zurückzugehen und hatte das Gefühl, ich kann jetzt in Wien auch nicht mehr so wahnsinnig viel von dem verwirklichen, was ich noch verwirklichen will. Und sind jetzt in Berlin im 12. Jahr. Was uns wirklich unterscheidet von anderen Agenturen, ist für mich natürlich schwer zu sagen, weil ich war immer in unserer Agentur, naturally, und möchte jetzt natürlich nicht über andere Agenturen reden. Was uns auf jeden Fall in gewisser Weise sehr speziell und besonders macht, ist, dass wir nicht, dass wir keine so große Agentur sind, sondern wir haben ungefähr 10 bis 12 Mitarbeiter und repräsentieren auch nicht mehr Talente. Und dadurch haben wir einen wesentlich persönlicheren Kontakt zu den Kunden und auch zu unseren Talents und ebnen deren Karriere wesentlich zielgerechter, als es vielleicht andere Agenturen, die 30 Talents haben, können. Also meine Karriere sozusagen hat angefangen, ich habe zuerst assistiert, was jeder Stylist machen sollte. Und ich hatte das große Glück, sehr erfahrenen und sehr talentierten Leuten assistieren zu dürfen. Habe dann angefangen, Musikvideos zu stylen. Ich hab quasi mit allen Künstlern gearbeitet, sei es Herbert Grönemeyer, Sabrina Setlur, Xavier Naidoo. Ich glaube, bei mir hat sich das mit den Musikvideos auch so ergeben, einfach aus dem Grund, weil es mich interessiert hat. Und ich habe in die Richtung gearbeitet, ich habe mich sehr involviert. Ich war bereit, wirklich, wirklich hart zu arbeiten, Nächte durchzunähen, jede Anstrengung auf mich zu nehmen und wirklich dafür zu leben. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung für den Beruf. Man muss wirklich eine Leidenschaft dafür entwickeln, für das, was man macht, und sich wirklich damit auseinandersetzen. Und auch sich selber fokussieren auf das, was man machen will. Und mich hat das zu dem Zeitpunkt extrem interessiert. Ich glaube, dass dieser Styling-Beruf so wahnsinnig populär geworden ist durch so einen Medienhype, der um Mode entstanden ist und der auch um Celebrity-Styling und bla 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 gemacht wurde. Das ist alles so ein bisschen verlogen und man muss da unterscheiden zwischen dem, was wirklich substanziell ist und dem, was irgendwie durch Medienhype und durch Sendungen wie, was weiß ich, Topmodel und bla 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 irgendwie hervorgerufen wird. Und das verschiebt natürlich das Bild. Und so gibt es viele Leute, die glauben irgendwie, ach, ich habe einen guten Geschmack, ich gehe gerne einkaufen, dann mache ich doch Styling, das ist doch toll und sowas. Tatsächlich hat der Beruf des Stylisten gar nichts damit zu tun, meiner Ansicht nach zumindest. Vielleicht bin ich da auch oldschool. Aber für mich ist es ganz wichtig, sich wirklich, wirklich mit Sachen auseinanderzusetzen. Wirklich eine hohe Bildung ist auf jeden Fall von Vorteil. Und du musst halt die Bereitschaft haben, dich auch in die Charaktere reinzuversetzen. Also du bist Kostümbildner, du bist auf der anderen Seite, musst du dich aber mit Mode total auskennen, du musst deine eigene Handschrift entwickeln, du musst eine Meinung haben, du musst zu Sachen stehen. Und es ist vollkommen egal, ob du selber gerne einkaufen gehst oder nicht, das tut überhaupt nichts zur Sache. Es ist auf der einen Seite so, du fängst ja an als Stylist, also bei mir war es so und bei den meisten meiner Kollegen, die ich kenne, ist es so, du arbeitest, du fängst an als Stylist und kommst aus einem anderen Background. Nicole und ich kamen zum Beispiel aus dem Background der Mode und das ist was wir immer noch machen. Das heißt, Nicole arbeitet hauptsächlich für Spielfilme, da war einer auch Oscar nominiert, ein Film eines Österreichers, by the way, der Stefan Rusowitzki. Und das ist natürlich der Moment, wo man dann auch so seine eigenen Fähigkeiten einbringen kann. Also sie hat dafür die Kostüme anfertigen lassen nach ihren Entwürfen und so weiter und so weiter. Das sind Sachen, die ich zum Beispiel auch mache, um einen Ausgleich zu haben zu der Werbewelt. Ich arbeite für Künstler, mache Bühnenkostüme. Ich mache unter anderem die Kostüme für Romy Haag.
und habe für Bill Kaulitz sehr lange gearbeitet. Und das sind Sachen, wo du selber irgendwie deine eigene Vision einbringen kannst und wirklich das verwirklichen kannst, woran du glaubst und für das, was du stehst.